So, in letzter Zeit ist ja immer wieder über den Indienpanzer gesprochen worden, geschrieben worden, diskutiert worden. Bezüglich zum Beispiel Frontaltreffern, die zu Motorbränden oder Ähnlichem führen. Wie man hier sehen kann, ich habe ein großes Repair-Kit, ein kleines Repair-Kit drin. Also nichts zum Brändelöschen. Und Karte ist hier jetzt Kloster, ein neuer Match. Ich fahre hier mittig, um den negativen Richtwinkel auszunutzen und eventuell über die Mitte kommende Mediums wie die gegnerischen T34-3 und den Super Pershing aufzuklären, abzufangen. Versuche hier den T34-3 noch zu beschießen, treffe ihn allerdings nicht. Brauche mir nicht wirklich viele Sorgen zu machen. Es ist keine Artillerie im Spiel, niemand, der mir irgendwie einen Koffer aufs Dach werfen kann. Von daher bleibe ich hier einfach da und warte, was da weiter passiert. Da ist er wieder. Ich weiß, dass er mir hier überhaupt nichts kann. Der negative Richtwinkel vom T34-3 ist so schlecht, dass er so weit vorfahren kann, beziehungsweise muss, dass ich ihn beschießen kann. Und das bevor er in Schussposition kommt. Das heißt, ich kann meinen Schuss abgeben und mich direkt zurückziehen, bevor er das Feuer erwidern kann. Offensichtlich weiß der gegnerische Spieler das auch, oder aber er ist einfach unsicher, fährt auf jeden Fall nicht weiter raus. Die Position ist gut, um hier seitlich noch zu flankieren. Hab hier geguckt, ob ich auf irgendwas Beschussfeld habe. Kann nichts bewirken. Und fahre jetzt hier hin und her, um zu prüfen, ob ich irgendwas beschießen kann. Bleib aber weiterhin in der Mitte. Aus dem einfachen Grund, dass der Gegner hier nicht durch die Mitte fahren kann, ins Kloster hoch und dann die Basis beschießen. Nach wie vor nichts beschießbar. Hier unten ist der T34-3 durchgefahren. Keine Ahnung, wie er an mir vorbeigekommen ist. Aber offensichtlich hat es funktioniert. Ich bin ja nicht gespottet worden. Er wurde auch nicht gesehen. Allerdings hat er sich hier zurückgezogen. Ich bin natürlich sehr daran interessiert, dass der hier verschwindet. Schießt hier daneben. Mitte nach wie vor nicht beschießbar. Hier kommt er jetzt raus. Verschießt wieder und es sah aus, als ob es HE ist. Alternativ könnte es auch Heat gewesen sein. Also zwei Schuss abgegeben. Ziehe mich jetzt wieder zurück, um hier nach oben Support zu leisten. Da ist der zweite T34-3. Unglücklich die Kette getroffen, allerdings hat es auch einen Vorteil, steht. Und ich kann in jedem Fall meinen zweiten Schuss abgeben und nochmal Schaden machen. Der dritte trifft allerdings nicht mehr, bleibt weiter hier in der Position. Und supporte natürlich die Mitte. Sich 100 und Jagdpanther stehen noch da oben. Ich versuche hier mich so zu positionieren, dass ich die beschießen kann. Aktueller Stand 4 zu 6. Und da ist die Möglichkeit, die Gegner ins Heck zu schießen. Jagdpanther 2 kassiert einen Treffer ins Heck, fährt vor und wird direkt vom Team dafür gekillt. Also ein funktionierendes Flankiermanöver. Es hat zumindest Früchte getragen. Ein gefährlicher Gegner ist raus.
Und ich mache mich jetzt auf den Weg ins Kloster. Bleib hier an nichts hängen, so wie es aussieht. Und jetzt gehe ich hier in die Mitte und versuche die rechte Seite der Karte aufzuklären. Jetzt haben wir den Jagdtiger 88. Zu schnell geschossen, hier hätte ich besser einzielen müssen und die Kette ziehen. Spätestens mit dem zweiten Schuss wäre die Kette dann unten gewesen. Ich bin jetzt hier den Panzer seitlich am Ausrichten. Der Schuss ging zu weit nach oben. Ich hätte hier einfach länger einzielen müssen. Jetzt schießt er auf meine Kommandantenkuppel bzw. den Turm. Und mal geschwind gucken, wo ich hier durchschlagen wurde. Also einer ging direkt durch die Kanonenblende und hier sehen wir den Frontaltreffer neben der linken Kette. Also der ging voll durch die Wanne, ohne dass hier Getriebeschäden, Motorschäden oder sonstiges Tankschäden entstanden sind. Also keine Brandgefahr. Von daher schiebe ich das jetzt erstmal auf die auf den niedrigen Modulschaden vom Jagdtiger 88, den T-34 hier ausgeschaltet, unglücklich noch einen Treffer kassiert. Ziehe mich jetzt zurück bei 415 HP, ich war noch am Nachdenken, ob ich hier irgendwie an den Prot ran soll, aber 415 HP mit der großen Kanone braucht er nur einen High Roll und dann beendet er mit meinem Gefecht an der Stelle. Möchte ich natürlich vermeiden. Versuche jetzt hier eine Position zu finden, wo ich irgendwie hinter ihn kommen kann. Von hier oben weiß ich, dass er mich Proxy spottet. Das heißt, ich gehe viel zu früh auf. Versuche hier durch die Bögen durchzufahren, aber der Indienpanzer ist dazu zu dick. Kommt da nicht durch. Und damit gebe ich das Vorhaben auf. Fahre jetzt hier oben auf dem mehr oder weniger Balkon lang, um die eigene Basis zu supporten gegen den Angriff, der da momentan erfolgt. Hab hier allerdings kein Schussfeld. Den IS-8 hätte ich eventuell treffen können. Allerdings habe ich da viel zu spät geschaltet. Das heißt, hier kann ich nichts machen. Und von daher mache ich mich jetzt auf den Weg, den Prot zu umfahren, beziehungsweise war das meine erste Idee. Hab's mir dann überlegt und gedacht, ich gehe jetzt cappen. Einfach Druck auf den Gegner ausüben. Allerdings spotte ich hier jetzt an der Stelle den Prot, der hier gleich auf der rechten Seite von der Karte aufgeht. Verziehe mich schnell hier hinter den Hügel. Lade jetzt um auf APCR. Ich weiß, dass ich jetzt um den Prot nicht mehr drum herum komme. Und muss jetzt hier den Prot ausnocken. Und da haben wir ihn schon. Normalerweise braucht man mit dem Indienpanzer keine APCR gegen den Prot. Allerdings bin ich hier auf so wenig HP unterwegs, dass ich hier einfach auf Nummer sicher gehe, weil ich hier nicht voll einziehe. Und hier habe ich den schnelleren Reload. Glück gehabt mit dem Treffer vom Prot. Voll eingezielt und damit den Prot abgeschossen. Damit ist das Match aber immer noch nicht gewonnen. Das ist verdammt knapp. 10 Sekunden noch, der IS-3 versucht die eigene Basis zu resetten.
Allerdings ist der IS-3 kein Gigant mit Sichtweite. Und der T28 zerstört unseren IS-3, der IS-3 den T34-3 und schafft somit den Reset. Das sind wieder 50 Sekunden Zeit, um die eigene Basis zu resetten. Der KV-3 macht sich auf den Weg und geht cappen. Das heißt, ich habe hier einfach nur die Chance zu resetten oder den Gegner abzuschießen. Er hat hier noch ein HP. Hab hier wieder HPCR geladen und ohne Einzielen geschossen. Das war das Match und damit kommen wir noch zum Kampfbericht. So, der Kampfbericht sieht aus wie folgt: 42.403 Credits erhalten, 3.474 Erfahrung für den Tagessieg mal 2 Überlegenheitsabzeichen erste Klasse und den Verteidiger. In der Teamauswertung sind wir mit 2.874 Schaden, 3 Kills und 1.158 Erfahrung auf dem ersten Platz gelandet. Moment, ich sehe gerade, das ist nicht nach Erfahrung sortiert. Unser IS-3 hat noch mehr. Er hat hier 1.246 Erfahrung und 3.688 Schaden bei 6 Kills. Also verdient den ersten Platz gemacht. Der detaillierte Bericht sagt uns: 20 Schuss abgegeben, 17 getroffen, 15 Wirkungstreffer. Selber 5 Treffer erhalten, 4 Durchschläge, 1 Abpraller, beziehungsweise 4 Wirkungstreffer, 1 Abpraller. 240 potenziell erhaltener Schaden, beziehungsweise Schaden durch die Panzerung geblockt. Einen Gegner aufgeklärt, 7 beschädigt, 3 zerstört. 831 Spotting Damage, 72 Basisverteidigungspunkte, knapp 2,9 Kilometer gefahren. Nach Abzug von Reparatur- und Munitionskosten sind knappe 26.000 Credits übrig geblieben. 1737 Erfahrungen für den Sieg, mal 2 für den Tagessieg und 85 freie Erfahrungen. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Spielen. Würde mich über Kanalabos und Likes freuen und melde mich an der Stelle ab.